Na gut, dann fahren wir jetzt zur Sache Nummer 3. Wo kriegt man Waffen und sowas her? Wir fahren jetzt einfach hier oben durch die Stadt mal die Hauptstraße hoch. Und da erklären wir euch das mal. Das hier ist die Polizeistation Hauptstraße. ist immer das Beste für Waffen, sag ich mal. Richtig. Aber was halt immer noch ganz wichtig ist, noch nebenbei, wenn man jetzt hier reinfährt in die Stadt, hier vorne gleich rechts. Da habt ihr den ersten Waffenladen. Piepen tut bis jetzt nichts, finde ich komisch. Eigentlich waren da immer Sprengzombies drin. Oh, da kommt schon einer hinter dir, Lars. Nee, bin ich ja. Ach, warum leckt das denn so zwischendurch? So. Hier. Normalerweise, wenn ihr rangeht, fängt es an, schon an zu piepen. Denn ist da einer drin, den könnt ihr dann immer so langsam mit so ein bisschen Vor- und nach hinten Bewegung rauslocken. Sag mal, oder ihr könntet auch gleich eine Granate oder sowas, wenn ihr habt, reinschmeißen. Aber ihr macht die Gegenstände in dem Raum mit kaputt. Deswegen würde ich euch das nicht empfehlen. Lauft lieber ran, wenn er anfängt zu piepen oder denn hier hinter, ich zeige euch das mal, der backt dann manchmal auch hier so rum und läuft hier so gegen, wenn er das macht. Und ihr hier draußen seid, müsst ihr halt ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts von weiter hinten laufen. Und wenn ihr euch aus dem Gebäude rausgelockt habt, ne, einfach, ne, wenn er jetzt hier ist und dann da rausregelt, wartet er einfach, bis er so bis hier vorne vor die Tür Ja, kommt und dann weil drückt das er Ding ihn ist ab. einfach, wenn er in drinne explodiert, geht halt viel Loot verloren, leider. Richtig. Das geht halt hier in alles kaputt, was da noch rumliegt. Egal, ob hier die Messer oder... Genau, wenn man hier auch mal einen Schrank durchsuchen könnte. Den Patronen, Rucksäcke. Ne? Das ist jetzt hier noch ein kleinerer Waffenladen. Und jetzt fahren wir mal weiter zu dem bisschen größeren Waffenladen. Ich meine, das ist ja eher so Sportwaffen, habe ich eher das Gefühl. Und hier sind auch Bars zum Teil. Bars auch immer mitnehmen, Leute. Weil da kriegt da zumindest Whisky, Wodka und so an Alkohol recht günstig ran. Die war zum Beispiel da vorne. War einer, aber wir fahren jetzt gleich auch noch an welchen vorbei. Und schlängelt er euch hier einfach Stück für Stück durch. Wenn ihr kein Auto habt, halt zu Fuß. Mussten wir auch oft schon. Hat man dann Oder noch mit so Fahrrad kleine. geht's noch besser. Genau, hier hat man noch so kleine Einkaufsmärkte. Aber der große da vorne ist eigentlich so das Beste. Ja, und wie gesagt, So. Polizeistation, wenn ihr eine seht, auch immer gerne mitnehmen. Genau. Die haben wir jetzt hier gerade nicht. Aber dafür haben wir hier vorne den Waffenladen, genau rechts von uns. Wir steigen mal hier schon aus. Nicht, dass da doch jetzt noch Sprengzombies drin sind. Lasst euch in der Karre, passt auf. Wir gucken mal. Normalerweise liegen da Zombies drin. Und wenn man, da hinten steht schon einer, zu dicht rangeht. Das ist ein normaler Ich mach Zombie, wa? weiter. Ja. Es waren vor einem halben Jahr zumindest hier immer Sprengzombies drin. Haben sie vielleicht Polizei. geändert? Na, dann lass wieder rausgehen. Aber der ist dahinter, oder? Ja. Ich hätte die Tür aufmachen müssen. Hinter dir? Ich hab ihn. Okay. Gut, aber dann sind wohl heutzutage keine Warte. mehr, Da ne? hinten ist noch einer. Oh, zwei. Ich mach die. Alles gut. Oder machst du sie? Okay. Ne, Magazin leer. Okay, ich mach. Dann heile ich mich kurz. Ne, hinter mir. Jetzt gepanzert. Ich mach. Ja. Oh, wo kommt noch einer zu dir? Okay, hast du. Oh, wo kommt noch einer? Da. Hast du, okay. Da kommt noch einer rechts. Muss nachladen, Josef. Einer ist weg. Oh, krass, das ist dafür früher nicht passiert. Wenn wir hier einmal mit Schalldämpfer geschossen haben, sind nicht. Oh, drei, drei.
Ich hab mal auf den Boden geschossen, Jusen, alles gut. Treff dich nicht. Ja. Gut, kannst du kurz auf mich aufpassen, dass ich mich heilen kann? Ja, okay, dann mach. Alle, die von draußen kamen, hab ich schön genommen, siehst du? Komm zu uns, da siehst du mal, was da wirklich abgeht. Boah, es war schon gerade nicht schlecht, hat Spaß gemacht. Ja. Kipper, hast du dich geheilt? Jo. So, dann gehen wir jetzt nochmal in den Waffenladen kurz rein. Und hier könnt ihr auch wieder alle Kisten. Ich hab Zombies. Genau. Looten, hier sind Attachments. Hier sind Attachments drin, hier liegen Waffen komplett rum, meistens hier in den Waffenkisten zum Beispiel. Genau, hier habt ihr zum Beispiel eine Desert Eagle drin. Ne? Und hier müsst ihr auch wieder einfach alles durchlooten. Meistens, wenn ihr noch kein Auto habt, ist ganz wichtig, wenn ihr eine Schubkarre irgendwo findet, holt euch erstmal die Schubkarre mit. Wir sind hier immer alle, wenn wir eine hatten oder zwei hatten, alle mit Schubkarren hier ran und haben dann alle Waffenläden gelootet, alle Lebensmittelläden gelootet und sind dann wieder zurück. Das muss man am Anfang halt einfach mal ein bisschen öfter machen. So, dann fahren wir mal weiter ein Stück. Nee, warte mal kurz. Ja, ich muss was essen. Also wie gesagt, jetzt sind die Waffenläden, die haben immer dieses kleine gelbe Schild oben drauf. Bei den Polizeistationen, ich hoffe, hier war auch irgendwo eine im Dorf, dass wir euch die auch noch zeigen können. Es gibt dann auch, wie gesagt, noch kleine Apotheken. Den kleinen Markt da vorne haben wir euch ja gezeigt. Bars gibt es, wie gesagt, auch kleine. Hier vorne ist, glaube ich, wieder so ein Gemischtladen. Wenn man hier über die Brücke fährt, kommen wir da dann auch noch hin. Kommen wir weiter? Nein. Da isst du jetzt eine ganze Melone, oder was? Na, nur ein bisschen. Nur ein bisschen, knapper mal ein bisschen ran. So, sehr schön. Ja, entspann dich doch mal. Lass mich mal meine Melone schmatzen. Man sieht eigentlich aus, als hättest du Melonenhandschuh an bei mir im Stream. Deine Faust hat da gerade so drin gesteckt in der Melone. Deine rechte. Hartes Melonenfisting. Jusen sein Hobby. Aber ich will nicht drüber reden. Ach, du kriegst die Tür nie zu. Okay. Okay, warum machst du denn den TÜV halt zu? Da stand nicht für einsteigen, sondern Tür schließen, wo ich Effi drückt habe, deswegen. Also man kommt auch nicht in alle Gebäude rein, ja Leute, aber 50% würde ich vielleicht sagen. Alter, was willst du jetzt noch zeigen? Oder lass mal wenigstens zur alten Base nochmal fahren. Ich glaube, da ist noch was in den Kisten drin, oder? Genau, aber ich wollte hier noch ein bisschen zeigen, Jusi. Wir machen jetzt hier noch bis zum Schluss. Hier drüben, rechts, auf der rechten Seite, hat man auch nochmal so einen Gemischtladen. Das ist, glaube ich, ein Tools. Das ist ein Werkzeugladen. Da zeige ich euch auch mal ganz kurz. Werkzeugläden sind halt immer sehr gut. Ist logisch für Werkzeuge. Oder halt auch für Reparaturkits zum Teil. Da seht ihr, da habt ihr zum Beispiel hier Werkzeugkasten. Halt sehr gut, um Sachen zu reparieren und alles, ne? Hier findet man auch halt sehr oft Draht und so, wenn ihr das halt alles zum Craften braucht, um bestimmte Sachen herzustellen. Oder halt Nägel, die auch immer sehr wichtig sind. Bolzen braucht man alles. Kleiner Werkzeugkasten, Reifenreparaturset. Alles sehr wichtig dann später für die Autos. Und ja, kann man ordentlich was finden und auch mitnehmen. Deswegen, ich finde die Stadt halt echt der Hammer. So, dann zeigen wir euch da vorne mal noch die kleine Bar. Die ist hier direkt vor uns. Also die ist ein bisschen größer, das ist keine kleine Bar, die ist ein bisschen größer. Die kann man immer mitnehmen. Oh, jetzt kommen sie, Leute. Die hat man immer hier. Und hier könnt ihr halt auch, entweder stehen die Sachen zum Teil auf dem Tisch, Wodka und sowas. Oder ihr geht an die Fässer. Fässer oder hier an die Kältedinger, da könnt ihr euch ein Bierchen rausnehmen. Oder hier hinten an die Bar. Generell. Ja, könnt ihr hier unten auch alles looten und durchsuchen. Da haben wir das auch schon mal. Dann wisst ihr das auch. Hier drüben ist auch gleich immer ein Waffenladen wieder. Kann ja mal gucken, ob es hier piept.
Nö. Ich denke mal, die haben das alle schon, die Standardeinstellungen für die Server haben sie ganz schön runtergestellt, ne? Also früher bei uns war das ja alles heftiger und krasser. Da waren immer ein bis zwei Sprengzombies drin in diesen Waffenläden. Immer. So, dann gucken wir mal, ob die Asia-Läden noch da sind, oder Leute? Der ist ja hier auch gleich. Oder können wir auch laufen? Laufen wir mal ein kurzes Stück. Dann haben wir das nämlich auch gleich noch abgehakt. Hier hätten wir zum Beispiel eine kleine Bar. Ne? Kann man auch immer gucken, die Schränke hinten und überall nach Alkohol absuchen. Wichtig, wichtig. Und hier vorne, rechts hinter der Litfaßsäule da vorne, da war der Asialaden. Ja, der ist auch immer noch da. Die gibt es also auch immer noch. Asialäden sind sehr wichtig. Es gibt da zum Teil Items, die man gut verkaufen kann. Und man kann hier halt auch das Glück haben, ein Katana zu finden, ein Speer zu finden. Oh, wäre jetzt mal ein gutes Beispiel, wenn ich zufällig eins finden würde. Aber normalerweise hier nebenan in dem größeren Geschäftsraum lag eigentlich immer ein Katana, ein Speer oder eine Axt. Ey, bin ich jetzt hier festgebackt oder was? Ja, das ist mir auch schon passiert. Da musste ich ein- und ausloggen. Oder halt so eine geile Bikerjacke. Da kriegt man auch am Anfang schon mal viel unter. Cool. Das ist mir auch schon öfter passiert. Bikerhose. Normalerweise, also mein Katana hat letztes Mal hier im Schrank gefunden. Da kriegt man so eine Sachen her. Dann müsste man maximal euch noch zeigen, damit ihr das seht. Also ich, die chinesischen Läden sieht man ja wirklich von außen, ne? Eigentlich nur noch euch zeigen, wie, aber das können wir auch auf dem Rückweg machen, wenn wir durch Dörfer fahren, wie eine Polizeistation aussieht und wie eine kleine Apotheke aussieht. Dann habt ihr eigentlich die wichtigsten Sachen soweit alle drauf. Und alles andere findet ihr raus beim Machen. Man braucht ja nicht zu sehr ins Detail gehen, sind wir vielleicht heute auch zum Teil, weil wir einfach ein bisschen auch noch gequatscht haben und das nebenbei erklären konnten, weil wir ja gerade dran vorbei sind oder das getan haben. Isst du schon wieder eine Melone oder ist das dein Melonenhandschuh schon wieder? Ist das eine Melone, ja. Okay. Willst du mal was haben, was ein bisschen mehr stopft? Ah, nee, ich brauch davon aber sonst viel Pipi. Also, Leute, merkt euch, Melone macht Pipi. Naja, logisch, ist viel Wasser drin. Aber gibt Essen und Trinken. Logisch. Ich hab dir sonst hier, Reispoppers auf den Boden gepackt. Uncle Pong Reis. Also, eigentlich sieht das eher aus wie Puffreis, finde ich, und nicht wie so Reis. Weil es gibt doch extra große Reissäcke. Aber die kann ich nicht nehmen, Peiler. Kannst du gerne behalten. Warum kannst du die nicht nehmen? Achso, weil ich gerade esse wahrscheinlich. Mhm. Ich esse erstmal meine Melone, Dicker. Da kannst du machen, was du willst. Okay. Ja, aber da haben wir euch das schon mal so gezeigt. Also wie gesagt, ihr könnt ja auch in andere Häuser reingehen, die jetzt, wie hier, da kommt er jetzt nicht rein. Aber ich hab Bier gefunden, ist auch geil, oder? Jo. Ich bin schon wegtrinken nachher. Natürlich auch ein paar zerklüftete Sachen. Hier hätte er jetzt zum Beispiel mein Auto, bloß halt nicht in ganz. Ne? Da könnt ihr dann halt auch gucken, was noch fehlt. Das seht ihr halt von außen. Seht ihr ja, da fehlt hinten Reifen, Türen fehlen und alles Mögliche. Da kann man sich selber ein Auto zusammenbasteln, wenn man alle Teile gefunden hat. Wohnhäuser, wie das hier, könnt ihr halt auch durchwühlen. Da sind aber meistens nicht so geile Sachen drin. Dann kann man hier schön durch die Straßen ziehen. Aber ein Auto zusammen zu schustern, das haben wir auch gemacht. Alter, da musst du ja wirklich farmen, farmen, farmen. Alter. Das ist also anstrengend. Wie gesagt, um erstmal Auto-Grundbase zu haben und alles so als Grundausrüstung komplett drin mit fast einmal jedem Waffentyp und alle möglichen Sachen an Heilung und dass der Charakter sich selber nochmal ums Doppelte verbessert hat in bestimmten Fähigkeiten. Also müsst ihr schon mindestens 100 Stunden einplanen. Ja. Außer wenn ihr euch halt alles, ich sag mal, in Anführungszeichen auf euren Server ersheatet. Denn natürlich nicht. Aber das haben wir am Anfang ja nicht gemacht. Nee, da haben wir wirklich komplett durchgespielt. No. Jetzt haben wir uns halt bloß unsere Gegenstände und so wieder zurückgeholt und haben halt nochmal eine neue kleine Basis an einem anderen Fleck aufgebaut.
Aber wie gesagt, dann fahren wir gleich nochmal an unserer Basis vorbei. Also wie gesagt, hier wo der lilane Punkt ist, da oben an dem Nippel. Ne? Hier Heilung, hier Supermarkt mit Essen. Und wenn man die Straße hier immer weiter hochfährt, fahrt er an allen möglichen Tool-, Marktläden, Waffenläden und sonst was vorbei. Eine Stadt müssen wir machen, dann müssen wir wenigstens mal die Polizeistation zeigen. Weil die Polizeistation ist ganz geil, weil da kriegt ihr auch Wanderrucksäcke groß. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall guten Loot ergattern. Wo ist denn Lars eigentlich? Ja, wie gesagt, kommt drauf an, wie wir zurückfahren. Wenn wir hier durch ein paar Dörfer fahren, können wir euch das ja nochmal zeigen. Du hast gesagt, du kennst dich hier aus. Ich sag's dir krasse gar nicht. Und was an den Dörfern auch sehr wichtig ist, das gibt's in diesen großen Städten eher selten, außer außen am Ring, sind Garagen. Garagen immer reingucken, immer mitnehmen. Ihr findet da auf jeden Fall immer Sachen, die ihr braucht zum Herstellen. Bolzen, Nägel ist immer wichtig so. Ja, auch Elektronik-Sachen, Batterien, Autoteile, Motorradteile, ne? So. Türen zu. Wie gesagt, in der Stadt gibt es auch ein Polizeirevier, aber können wir euch jetzt aus dem Stegreif nicht mehr sagen, wo. Gibt es hier auf jeden Fall alles. Und sonst guckt wieder, wie gesagt, in das Scum-Wiki rein. Da könnt ihr euch alle Informationen ein bisschen genauer holen und selber schauen. Auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, ein sehr unterschätztes Spiel und auch ein Spiel, wo ich gesagt hätte als Entwickler, da stecke ich jetzt noch mehr rein. Also ist halt ein bisschen schade, wie es gelaufen ist zum Teil und dass es so viele Jahre gedauert hat, bis es soweit war. Aber man hätte noch wesentlich mehr draus machen können. Scum hatte ja auch mal, letztes Jahr habe ich die Gerüchte gehört, war auch wirklich die Überlegung, wenn hier die 1.0 Version rauskommt, dass das noch für Konsolen rauskommen soll. Jetzt habe ich so langsam die Hoffnung verloren. Außer wenn die 1.0 rausbringen und diese ganzen kleinen Sachen, die noch so ein bisschen bemängelt werden und die man noch besser machen könnte und ein bisschen mehr ausschmücken könnte, behoben werden würden. Genau. Und das hier oben ist halt, wie gesagt, unser Spawn. Unsere Beine. Das war unsere erste kleine Base, ja. Und von da aus kommt man halt überall super hin, kann sich ausrüsten, um später den ganzen anderen Scheiß zu machen. Die großen Militärbasen wie hier oben oder hier unten, das ist die Waffenfabrik in Z1 in der Mitte. Da kriegt man halt auch sehr, sehr geile Waffen und alles mögliche, aber da sind Kampfroboter und alles unterwegs. Hier ist der Güterbahnhof, wo die ganzen Züge sind und so. Da könnt ihr euch durchfuchsen. Wie gesagt, Atomkraftwerk hier oben, die Hauptstadt, mehr oder weniger. Die ist aber, wie ihr seht, komplett zerbombt. Deswegen ist die andere große hier. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen hier mal ein kurzes Päuschen, bevor wir zurückfahren und euch auf dem Rückweg noch die Polizeistationen und sowas zeigen auf den Dörfern.